Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik, aber heute mal ganz praktisch. Wir wollen den Notendurchschnitt einer Klassenarbeit berechnen. So, als erstes brauchen wir ein paar Noten. Wir haben 3 Einsen, 4 Zweien, 5 Dreien, 3 Vieren, 2 Fünfen und eine 6. Und nun wollen wir den Durchschnitt berechnen. Der Durchschnitt hat das Zeichen 0 mit einem Strich durch und das ist in unserem Fall hier die Summe aller Noten geteilt durch die Anzahl der Klassenarbeiten oder Arbeiten. Okay, so, also, was müssen wir tun? Wir rechnen als erstes die Summe aller Noten aus. Und das ist zum Beispiel hier 3 mal die 1. Und 3 mal 1 ist 3. Dann haben wir 4 mal die 2. Das sind 8. Dann haben wir 5 mal die 3. Das sind 15. 3 mal die 4. Das sind 12. 2 mal die 5. Das sind 10. Und 1 mal die 6. Das sind 6. Und das hier zusammenaddiert ist die Summe aller Noten. Also machen wir jetzt hier einen Strich drunter und dann addieren wir. 3 plus 8 sind 11, plus 15 sind 26, sind 38, 48, 54. Okay, 54, das ist also die Summe der Noten. Und jetzt brauchen wir noch die Anzahl der Arbeiten. Also 3, 7, 12, 15, 17, 18. Also müssen wir nur rechnen 54 geteilt durch 18. Ob ihr es jetzt als Bruch- oder Geteiltaufgabe rechnet, das ist ganz egal. So, meistens kommt eine Kommazahl raus. In unserem Fall jetzt passt es. Wie oft passt die 18 in die 54? Probieren wir mal 3. Sind 30 und 24 macht 54. 3 mal 18 sind 54. Und da bleibt nichts über. Das heißt, in unserem Beispiel hier ist der Durchschnitt 3 oder wenn ihr wollt 3,0. So berechnet man den Durchschnitt einer Klassenarbeit. Ihr seht, das ist eine ganz einfache Sache. Also, die Summe aller Noten, das seht ihr hier, geteilt durch die Anzahl. Einfach zählen, ausrechnen, fertig. So berechnet man einen Notendurchschnitt. Okay, das war's.